Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. 22, genau. So, wir gucken natürlich wieder, was ist neu dazugekommen? Ein Strautmann-Anhänger. Ah, ich denke mal, einen Anhänger haben wir momentan einen guten. Da warte ich noch auf die HW80. So, Tiefenlockerer. Lemken. Für 12.000, 2 Meter. Naja, da haben wir auch schon was Gutes gefunden. Güllefe. Neprozett. Da schau an. Ein alter Bekannter. Den nehmen wir mit. So. Ballensammelwagen. Kategorie Fliegel. Ah ja, genau. Brauchen wir gerade nicht. Divers. Mobilworkshop. Haben wir festgestellt, das wollen wir nicht. Geldgenerator und Gameplay. Weitere Gänge. Ja klar. Es kann um 6, 12, 18 Gänge oder 16 Gänge geschaltet werden. Ja. Nee. Sorry, ich bleibe beim Automatikgetriebe. Gut, dann wär's das. Ach so, ja, richtig. Okay, dann sehen wir uns jetzt gleich im Spiel. Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Ja, wir sind in Frankreich in Haute. Naja, ihr wisst schon, wie das Ding ausgesprochen wird. Und Johnny sät hier Weizen aus. Aber hört ihr das? Ich höre hier nichts. Das ist sehr leise. Was mich wundert, weil die Lautstärke steht auf 100% und meine Computerlautstärke, hier Lautstärke Fahrzeuge, hoppsa, steht auch auf 100%. Auch auf 100%. Und zum Beispiel, ich verstelle ja am Computer nichts. Und X3 und so was. Nehme ich aber dieselben Soundeinstellungen, also vom Computer her auf. Da scheint der LS22 wirklich sehr leise geworden zu sein. So. Aber jetzt gucken wir mal. Genau. Ah ja, gut. Das ist ungünstig, dass jetzt alles als gepflügt angezeigt wird. Ich nehme mal an, ich kann die Straßen hier umpflügen und ein riesengroßes Feld draus machen. Okay. Aber wir müssen danach nochmal rübergehen und düngen. Das kriegen wir hin. So, der wird jetzt eine ganze Weile brauchen mit dieser kleinen Sämaschine. Oh, da warte ich ja. Da. Der steht ja schon wieder da oben. Warte mal. Ich höre den gar nicht starten. So. Der wird immer leiser. Kann nicht sein. Wie mache ich den jetzt? Wie mache ich den runter? Ah, so. Aha, so und jetzt. So, okay. Das ist wirklich extrem leise. Ich glaube, da muss ich mir meine Soundeinstellungen. Weil wenn ich den Computer lauter stelle, dann muss ich ja den PC, also zum Beispiel für X3 leiser drehen, sonst fliegen uns dort die Ohren weg. So, was wollte ich jetzt machen? Ach ja, richtig. Ich wollte mich um den Steinbrecher kümmern. Dazu muss ich hier
Johnny, 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 sehr gut, perfektes Timing. Stopp. Nummer 1 und Nummer 2. So. Du wirst mal das Aussehen übernehmen, damit ich mit dem Frontlader die Steine aufladen kann. So, gut. Na? Ja, also die Soundeinstellungen hier, die sind echt strange. Wie kein Feld gefunden? Was glaubst du, worauf du hier stehst? So, Lautstärke. Nee, 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 das ist schon richtig. Schweigewalde. Also sie wieder rutscht. Ich glaube, die müssen wir Breitreifen oder sowas verpassen. Auf dem Acker hier. Na gut. Weg hier. Ah. Jetzt fliegen hier auch Bienen rum. Alles klar. So. Jetzt brauchen wir einen Anhänger. Da ist einer. So. Genau. Uff. Erledigt. Ah nee, wir waren ja schon richtig. Wir brauchen ein zweites Gewicht. Ja gut, da muss ich mal gucken, ob ich in der Nachbearbeitung den Ton etwas lauter drehen kann. Und das ist wirklich ein bisschen leise. Ich höre hier gar nichts. Entweder ist das so gewollt, oder da wird hier im nächsten Soundfix kommen. Ich bin mal gespannt. So. Ein Gewicht. Wir werden ein dickes Gewicht nehmen müssen.
Mindestens 1000. Vielleicht sogar 1500. Haben wir ja schon eins im Besitz. Gibt es größere? 1800. 2300. Das war jetzt doof. Wir hätten ihm eine andere Farbe geben sollen. Genau, jetzt braucht man nämlich nicht mehr hier durchtappen mit der Mod. So. Konfigurieren. Na bitte. Das schwere Gewicht ist schwarz. Alles klar. Ja. Na, fährst du wohl? Was glaubst du, wofür ich das hier mache? Ich rüttel doch hier nicht am Joystick, weil ich so viel Langeweile habe. Hier wird gearbeitet. So. Oh Mann. Schön lauschig und still ist es in Frankreich. Ist das der falsche? Nee, ist der richtige Weg. Ist der richtige Weg, genau. So, stopp. Schaufel runter. So. Ah, sieh mal einer an. Jetzt können wir sogar vernünftig fast vernünftig arbeiten. Oh. Okay. Oh, warum ist das Mann so leise? Das war doch am Anfang lauter gewesen, wa? Na gut. Ihr werdet aber mehr hören, ich werde das einfach in der Nachbearbeitung lauter drehen. So. Was ja natürlich die Radio-Bild-Sound-Probleme etwas relativiert, weil ihr werdet davon wahrscheinlich nicht viel hören können. So. Und wo ist jetzt der Steinbrecher? Den muss ich jetzt finden. So. Und jetzt gucken wir mal auf der Karte. Genau. Bienen. Mal sehen, ob wir ein Symbol haben. Biogasanlage. Die können wahrscheinlich nichts mit Steinen anfangen.
Viehmarkt, da ist er. Gesteinsbrecher. Markierung setzen. Und wir fahren. Aha, wir fahren über die Brücke. Dann fahren wir hier hinter der Brücke rechts. Vor der nächsten Brücke links. Und dann an die Markierung halten. Genau. So, wie weit bist du da hinten, Johnny? Der hat doch ein bisschen was vor sich. Okay. Halt, Brücke ist nach da. So. Na ja, dann können wir uns mal die Seite. Ah, da ist die Markierung. Okay. Ah, schöne Gegend ist es. So. Können wir gleich mal gucken, wie die hinten aussieht. Es gibt hier sogar ein Schloss. Ja, cool. Kann man das besichtigen? So. Ah, nee, das Schloss, das scheint außerhalb der Karte zu sein. Nee, da kann ich rüberfahren. Bäckerei? Da kann man hochfahren. Da müssen wir mal bei Gelegenheit gucken, ob wir das Schloss besichtigen können. Hier gibt es Ernte. Ach, das sind Schiffe. So. Na gut. Was? Ein gelber Baum dazwischen? Ach so. Ja, also grafikmäßig haben sie zugelegt. Nee. Das war die falsche Einfahrt. Hier geht's nur zum Feld. Ah, hier ist die Einfahrt. Hier ist der Viehhof. Weil hier sprießt's wohl. Man muss an die Zukunft denken. Aha. Also bei mir sprießt es. Ernsthaft? Ich wollte schon sagen. Erzähl mir nicht, ich brauche jetzt einen Überladewagen. Wir verdienen unser erstes Geld. 300 Euro. Ah ja. Nicht viel. Aber wir haben Geld verdient. Warte mal. Kam der Erfolg jetzt in... Rock on. Hier legt keiner mehr Steine in den Weg. Okay, kam der Erfolg jetzt daher, dass der fertig ist? Nö. Der ist immer noch nicht fertig. Woher kam denn der Erfolg? Wahrscheinlich, weil ich einen Hektar oder sowas gemacht habe. Geht das? Wie groß ist das Feld? Steht hier natürlich nicht. Na gut. So. Dann... Ab nach Hause. Aha. Brücke, Tunnel.
Was ist denn hier unten? Ah, ja. Hier kann ich was abladen. Getreidemühle. Was ist das hier? Eine Werkstatt. Gebäude, Getreidemühle für 96.000 kaufen? Nein. Moment. Ich kann die Getreidemühle kaufen? Die Getreidemühle kauft mein Zeug an. Die Sorghumhirse, na gut, die geht nach Marison. Oder nach Shop Le Jardin de Fermier. Okay. Und wenn ich die aufkaufe, die Getreidemühle, kann ich dann hier nicht mehr verkaufen, sondern nur noch Mehl mahlen und das Mehl verkaufen? Aber gut, dafür ist das Spiel jetzt da, um es kennenzulernen, bevor ich mich hier an irgendeine Challenge wage. Aber ich würde sagen, mit den Steinen haben wir genug kennengelernt. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag. Und see you later.